Ja, herzlich willkommen zu dieser Runde. Ich bin nicht alleine gekommen. Bitte einen großen Applaus für Christoph Bornsheim und Frank Pszirske. Kommt bitte auf die Bühne. Ja, nehmt euch doch so Handmikrofone und so einen Sitzplatz. Lasst doch stehen, vielleicht will nachher noch jemand spontan dazukommen. Ja, schön, dass ihr alle noch da seid nach dem langen Tag und schön, dass ihr beide hier seid. Ich habe gedacht, ich stelle euch einmal kurz die beiden Teilnehmer, die mit mir hier auf dem Podium sitzen, vor. Frank Pszirske kennt ihr wahrscheinlich alle, seit 16 Jahren schon Vorsitzender der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit 2 Millionen Mitgliedern, die zweitgrößte Gewerkschaft nach der IG Metall. Und du warst, glaube ich, auch jetzt so als Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen in die Sondierungsgespräche zu Jamaika involviert und hast aber heute dich für große Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Nee, das las ich so. Beim Sondieren, habe ich gesagt. Beim Sondieren? Ich habe gesagt, die sollen sondieren. Ah, okay. Die Stufe vorher. Okay. Und als Gewerkschaft wahrscheinlich selbst vor herausfordernder Digitalisierung, wie gewinne ich Mitglieder, wie bin ich attraktiv für junge Kolleginnen und Kollegen, welche Rolle kann ich als Gewerkschaft in der Gig-Economy spielen? Und zwar darüber hinausgehend, als jetzt nur zu streiken, zuletzt gab es ja die Streiks jetzt am Black Friday und Cyber Monday in den Amazon-Werken. Worauf ich mich aber auch freue, ist sozusagen dein Blick auf Gesamtdeutschland. Du sitzt ja auch im Aufsichtsrat von Deutscher Bank und RWE und hast vielleicht auch so einen Blick darauf, wie Digitalisierung eigentlich in Deutschland inzwischen vorangeschritten ist. Ähnlich wie Christoph Bornsheim, einer der Gründer der Agentur Tom, Lucy und die Gelbe Gefahr, TLGG. Die nennen sich Agentur für Digital Business, machen digitale Kommunikationskonzepte, aber beraten eben auch in Sachen digitaler Transformation. Ihr habt Kunden wie E.ON, Lufthansa, Huck Coburg, alles rauf und runter. Meistens, wenn ich Christophs Facebook-Stream sehe, ist er irgendwo unterwegs. Heute Morgen warst du, glaube ich, auch kurz in Österreich und bist jetzt wiedergekommen. Toll, dass du es geschafft hast, hier zu sein. So, super, dass ihr beide hier seid. Ich habe, bevor wir in das große Thema Zukunft der Arbeit einsteigen und digitales Deutschland, eine Frage vorneweg zur Geschäftsordnung. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sitzt ihr beide hier zusammen auf der Bühne? Nicht deswegen, weil ich daran zweifle, dass Lars nicht gut ausgesucht hat, sondern weil ihr ja so als Zukunft der Arbeit Duo fast schon auf Tour seid, hatte ich das Gefühl. Ihr habt schon in dem Jahr der Zeit ein großes Interview zu dem Thema gekommen. Wie ist das passiert, dass ihr sozusagen das Zukunft der Arbeit Duo seid, ein Unternehmer und ein Gewerkschaftler? Dem geht so ein bisschen ein längerer Prozess voraus, den tatsächlich interessanterweise mal ein deutscher Wirtschaftsminister angestoßen hat, der jetzt deutscher Außenminister ist. Der wollte, dass wir uns kennenlernen, weil wir tatsächlich in so einer Diskussion verfangen waren von Rolle der Gewerkschaft. Wir haben in Deutschland ein paritätisches System, wir haben eine innerbetriebliche Demokratie am Ende. Und ich habe viel diskutiert mit Sigmar Gabriel darüber, was tatsächlich, wie wir das Betriebssystem dieses Landes in so einer kompetitiven Situation, wie wir sie auf dem Panel vorher ja schon gehört haben, in der wir tatsächlich irgendwie so einen Laissez-faire-Kapitalismus im Silicon Valley haben, der uns ein digitales Defizit von so 33 Milliarden beschert und ein erwachsenes China, was sehr autokratisch geführt wird und unsere Wertevorstellung auch nicht teilt. Wir sind einfach in der Idealkonkurrenz und ich glaube tatsächlich, dass Gewerkschaft und irgendeine Art von Legitimation für auch die Arbeitenden zu spielen, eine große Rolle spielen wird in der Gestaltung unserer Arbeitswelt und dem Aufbau von einem zukunftsfähigen Betriebssystem dieses Landes. Weil wir haben das Problem, wir sind eine Legacy-Nation, die an einem anderen Zeitpunkt mal reich geworden ist. Und davon ich wollte nicht nur wissen, wie ihr euch kennengelernt habt erstmal. Ja, Kontext. In dem Kontext stellte Sigmar Gabriel uns einander vor und sagte, ihr müsst euch unbedingt darüber unterhalten, wie Arbeit der Zukunft organisiert wird und wie Konzerne der Zukunft organisiert werden. Und das haben wir dann gemacht und das war fruchtvoll. Stimmt die Geschichte? Nein. Zwei Sichtweisen, zwei Erfahrungswelten. Ich habe Christoph das erste Mal beim sogenannten Meseberg-Gipfel der Bundeskanzlerin gesehen, kennengelernt. Meseberg-Gipfel, ein Treffen des Bundeskabinetts mit den Spitzen der Wirtschaftsverbände und den Spitzen von vier Gewerkschaften. Da war Christoph eingeladen als Sachverständiger, um einen Input zu geben zum Thema Digitalisierung und ich war echt beeindruckt. Und habe ihn angesprochen, ob er sich vorstellen könne, dass wir das Gespräch mal miteinander fortsetzen. Und dann haben wir in der Tat einen Gedankenaustausch miteinander begonnen, auch mit
Kolleginnen und Kollegen von mir in Verdi und es war extrem gut investierte Zeit, würde ich mal sagen. Und sind uns, glaube ich, auch persönlich näher gekommen. Das ist meine Geschichte. Beide sind wahr. Und da war ein Ausfluss, und zwar auch Vorschlag von Christoph, warum nicht auch mal ein gemeinsames, jetzt nicht unbedingt Streitgespräch, aber ein gemeinsames Gespräch zu unterschiedlichen Themen bei Zeit Online oder einem anderen Medium. Das haben wir gemacht. Ich habe es heute nochmal gelesen und ich fand es eigentlich ganz interessant. Ich fand es auch sehr interessant. Ich war nicht so sicher, ob es wirklich ein Streitgespräch war, weil ihr euch doch auch manchmal einig wart auf dem Weg. Ich wollte jetzt nur einmal Transparenzgründe halber sagen, ihr beide seid euch sozusagen, ihr findet euch interessant, aber hier sitzen nicht Kunde und Auftraggeber, so, sondern es ist einfach nur, ihr habt dieses Thema für euch gefunden und tourt damit jetzt los. Es gibt keine wirtschaftlichen, wir sind einfach eine Tour. Sehr gut. Super. Jetzt ihr mit euren Einblicken, die Vogelperspektive auf Deutschland oder vielleicht ja auch die Perspektive aus Deutschland heraus, weil ihr ganz viel in unterschiedlichen Unternehmen reinblickt. Wie digital sind denn Deutschlands Unternehmen, Firmen? Wie digital ist die Deutschland AG? Frank. Ja gut, ich kann mal anfangen. Ich sehe uns da eher im Mittelfeld der Volkswirtschaften. Wird wohl davon ausgehen müssen, dass im Business-to-Consumer-Bereich oder Consumer-to-Consumer-Bereich der Zug abgefahren ist. Wir werden die Googles und die Amazons dieser Welt aller Voraussicht nach auf diesen Feldern nicht einholen können. Wir müssen aufpassen, dass wir im Business-to-Business-Bereich, wo ja eine Fülle von weltmarktführenden Unternehmen, auch mittelständischen Unternehmen, in Deutschland anzutreffen ist, diesen Vorsprung nicht über der Digitalisierung verlieren und haben im Grunde vor dem Hintergrund, insbesondere auch mit Blick auf die mittelständischen Weltmarktführer, echt eine Herausforderung zu bewältigen, die nicht nur auf der Unternehmensebene Herausforderungen bedeutet, sondern auch auf der Ebene dessen, was Christoph eben gesellschaftliches Betriebssystem genannt hat. Und da muss man einfach sagen, gemessen an den fünf führenden sozusagen, Digitalisierungsvolkswirtschaften, Neuseeland, Israel, Estland erstaunlicherweise, USA, Großbritannien, haben wir, was die Gestaltung dieses gesellschaftlichen Betriebssystems angeht, erheblichen Nachholbedarf. Was gehört zum gesellschaftlichen Betriebssystem? Was passiert eigentlich in Sachen Digitalisierung im Bildungssystem? Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass private Dienstleister Angebote für Fünfjährige machen, sozusagen spielerisch einen Zugang zu Programmierung zu erschließen. Das finde ich absolut spannend und frage mich, warum wir das nicht auch im Kita-Bereich, wir reden über spielerischen Zugang sozusagen zu Kompetenzen aufnehmen. Christoph hat mal erzählt, dass in Großbritannien Programmierunterricht von der ersten Klasse bis zum Ausbildungsende an den Schulen zum Lehrplan gehört, was natürlich mit der Frage einhergeht, was dann aus dem zu vermittelnden Bildungskanon sozusagen nachrangig gemacht werden soll, weil eben immer nur oben drauf geht natürlich auch nicht. Latein. Wir haben... Wie bitte? Latein. Ich vertrete gut, ja die These, dass Latein sehr hilft beim Programmiersprachenlernen, weil es genauso logisch ist. Okay. Oder ist weit hergeholt, ich weiß. Und vielleicht den Bogen noch, um den Bogen abzuschließen. Wie geht eigentlich der Staat, der ja ein großer Abnehmer von Leistungen ist, bei der Vergabepolitik um mit Startups zum Beispiel? Gibt es da ein gezieltes Prinzip zu einem bestimmten Prozentsatz bei bestimmter Leistungsfähigkeit Startups auch zu beauftragen? In Großbritannien wird das gemacht. Ich finde, da kann man hier lernen und da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Impulse zu setzen und die brauchen wir. Christoph Wies-Steinbeck, du hast gerade eben ein großes digitales Defizit angesprochen. Frank hat die Bildung angesprochen. Was ist dein Blick in die Unternehmen oder aus den Unternehmen heraus?
Das ist ein bisschen eine Kombination. Ich würde es mit einer ähnlichen Folge anders formulieren. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich liebe eure Kennenlerngeschichte. Ja, ja. Stimmt, am Ende haben wir uns einfach kennengelernt. Ich glaube, das Problem ist, wir sind es halt gewohnt, ein industrielles Hochlohnland zu sein, was tatsächlich irgendwie ein Anachronismus ist. Das heißt, wir müssen mit den Produkten, die wir produzieren, mindestens mal BMWs herstellen und irgendein Preispremium erzielen. Wenn wir uns angucken, dass das Preispremium eben tatsächlich nicht mehr aus der Hardware kommt, sondern aus Fähigkeiten in Software, stellt sich die Frage, wie ein industrielles Land, wie wir es sind, im Prinzip der Gewinner der Industrialisierung, was Prozessfestigkeit, Generalistentum und all so ein Kram angeht, diesen Schritt machen kann, zu sagen, softwarebasierte Wertschöpfung kommt auch mit rein. Und wir haben das Problem, und das ist wieder so sehr gesamtwirtschaftlich betrachtet, wer sich mal mit der Industrie 4.0-Plattform auseinandersetzt und da alle gelisteten Projekte anguckt, sind so 290 oder so, wird feststellen, dass die grundsätzliche Vorgehensweise deutscher Unternehmen in der Digitalisierung, so in dieser Welle, in der wir uns gerade befinden, ist, da wo man einen Knopf war, muss jetzt ein iPad hin. Also wir machen tatsächlich genau dieselbe Wertschöpfung und automatisieren irgendwie über so eine Digitalisierung durch Interfaces. Und ich glaube, dass wir ein Wertschöpfungsproblem haben und dafür haben wir in der Tat über viele Bereiche hinweg einfach nicht, das Betriebssystem ist eine schöne Formulierung dessen, auch nicht die richtigen Gesetze. Also so, wenn man sich tatsächlich mal so anguckt, wann wir Gesetzgebungsverfahren gemacht haben für Betriebsverfassungsgesetz, alle Regeln zur Mitbestimmung, dann reden wir von etwas, was in den 50ern erfunden wurde. Steuerregularien sind da erfunden worden. 1918. Ja, stimmt, ist preußisch, oder? Ja, genau. Ja, also war da bestimmt revolutionär, ist jetzt aber tatsächlich outdated. Und wir haben auf der anderen Seite... Was würdest du anpassen? Die große Frage von, wie muss eigentlich sich ein, und da ist Frank anderer Meinung, aber wie ist muss... Ist gut. Sag mal. Wie muss sich eigentlich eine Mannschaft eines Unternehmens zusammensetzen in Beschäftigungsverhältnissen? Wir haben immer noch das Primat sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnis und eine Suggestion sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse, wenn jemand Freelancer ist und so lange für einen Auftraggeber arbeitet. Man nennt das Scheinselbstständigkeit. Gemacht dafür, dass Werksarbeiter, die importiert wurden, nicht zu lange im selben Schweineschlachtbetrieb ausgebeutet werden, was ich total richtig finde. Das Problem ist, es trifft den Wissensarbeiter, der tatsächlich wichtig ist, um KI aufzubauen im Unternehmen ganz genauso. Und das ist einfach nicht logisch. Wir suggerieren dann, es gäbe ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Und da gibt es ganz viele so Inkonsistenzen, die man sich einfach angucken kann. Und ich glaube, wir haben ein massives Problem, da sind wir bei der Kennenlerngeschichte so ein bisschen. Wir haben ein Defizit der Politik, einen Einigungsprozess dazu anzustoßen. Wir sind als Nation gerade quasi in einer Absenz der Politik, jetzt mal gerade, einer politischen Diskussion darüber, was wollen wir eigentlich mit Digitalisierung machen, wie sieht ein positives Zukunftsbild aus und wie regulieren wir uns zu einem Zielzustand, den wir gut finden und müssen irgendwie hinnehmen, dass wir die intellektuelle Leitrolle in Europa ganz bestimmt nicht haben, weil Macron irgendwie bessere Ideen dazu hat, wie digitale Wertschöpfung in Europa mal aussehen würde. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das wir nicht behoben haben. Auf der anderen Seite kommen dann eben, und wir hören das immer wieder, chinesisch-amerikanische Unternehmen, die einen Binnenmarkt haben, der so 330 Millionen Menschen bis 1,x Milliarden Menschen groß ist. Und wir haben keinen integrierten Binnenmarkt. Es kann hier kein europäisches Google wachsen, weil es keinen europäischen Markt gibt, sondern 27 Länder, sind es dann nach England 27, ich glaube ja, in denen unterschiedliche Regulierungen herrscht. Wir haben wenig dafür getan, eine digitale Binnenmarktsintegration voranzubringen, die uns allen geholfen hätte. Es gibt keine gute industrielle, strategische industrielle Politik, die Frage stellt von, was müssen wir in Cybersecurity können? Wird ein Arzt, der morgen anfängt zu studieren, nicht möglicherweise gegen die AI verlieren, wenn es um die Diagnose von Tumoren geht, was wir heute schon sehen können? Insofern, wir sind eine Demokratie, wir brauchen gesellschaftliche Einigungsprozesse, um uns zu einigen, wo wir hinwollen, geht es einfach tatsächlich darum, dass wir eine breitere, größere gesellschaftliche Diskussion führen. Und da steht Frank einfach für wirklich eine große, legitimierte Organisation, die in der Abwesenheit von Politik zumindest die Gesellschaft repräsentiert in so einem Einigungsprozess. Das waren jetzt viele Punkte, auf einmal von Scheinselbstständigkeit bis Europapolitik, Industriepolitik, Macron, alles auf einmal. Wir können ja von oben nach unten so. Genau, lass doch mal der Reihe nach durchgehen. Ja. Scheinselbstständigkeit ist ja ein gutes Thema, aber ich glaube, dass viele Leute betrifft, die ich kenne. Wie ist da dein Blick drauf, auf dieses, gerade für die Wissensarbeiter, wie sie damit umgehen sollen? Na, Scheinselbstständigkeit verweist ja im Grunde auf ein Abhängigkeitsverhältnis, das, wenn man so will, verschleiert ist, darüber, dass scheinbar ein Selbstständiger agiert, der aber im Grunde komplett abhängig ist von einem einzigen Auftraggeber und einem einzigen Unternehmen. Das ist dann Scheinselbstständigkeit, insbesondere
wenn er eingebunden ist, faktisch in den Anweisungsprozess im Unternehmen selbst. Das ist, finde ich, ein Missbrauchstatbestand, weil hier die Sicherheiten, die ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis bietet, insbesondere da, wo es Betriebsräte gibt, wo es Tarifverträge gibt, umgangen werden. Dem muss man genauso entgegentreten wie Scheinwerkverträgen. Das ist aber nochmal was anderes als das, was wir bei vielen Freelancern vorfinden, die sich im Grunde ja bewusst für einen, so wie ich es empfinde, Freiheitsmoment im Arbeitsleben entschieden haben, wenn sie denn diese Entscheidung autonom treffen konnten. Und natürlich auch an guter Arbeit interessiert sind, um dieses Stichwort mal aufzugreifen. Was ist denn gute Arbeit für euch heute? Und für die, glaube ich, für gute Arbeit wichtig ist, dass es zu einer Balance kommt zwischen Sicherheit und Freiheit. Und dieses Sicherheitsmoment, woran macht sie das fest? Daran, dass man von dem Verkauf seiner Arbeitsprodukte oder seiner Arbeitskraft, wenn man so will, anständig leben kann. Also schon auch bei der Bezahlungsseite. Dass man Sicherheiten gewinnt für Zeiten der Auftragslosigkeit, für Zeiten der Krankheit, für das Alter. Also für ganz viele Bereiche, wo bei den Einkommensbedingungen, die für viele Freelancer heute gelten, im Grunde all das nicht gesichert ist. Und insofern, glaube ich, gibt es doch schon eine Menge Berührungspunkte zwischen der Interessenlage von Freelancern und auch der Interessenlage von also traditionell abhängig Beschäftigten, für die gute Arbeit natürlich auch eine Bezahlung beinhalten muss, von der man anständig über die Runden kommen muss und anständig leben können muss, für die gute Arbeit auch was mit Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit zu tun hat. Man will doch in dem, was man tut, einen Sinn finden. Man will keine Bedingungen haben, die einen krank machen. Man will, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis arbeitet, Entwicklungsmöglichkeiten auch für die eigene Persönlichkeit, für die eigenen Kompetenzen haben. Man will, dass mit einem anständig umgegangen wird und man würdevoll behandelt wird und nicht permanent mit irgendwelchen Idioten zu tun hat, die einen runtermachen. Und dass man im Grunde in einem Arbeitszusammenhang steht, wo man soziale Kontakte für sich auch erschließen kann und ein Stück weit Sicherheit zusammen mit anderen gewinnt. Also da gibt es Besonderheiten, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, wenn wir auf Freelancer-Bereich schauen, dann wird es auch darum gehen, diese Interessenlage aufzugreifen und zu gucken, wie können eigentlich Möglichkeiten erschlossen werden, zu mehr Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu kommen. Vor allem, weil ich vermute auch, dass die Leute unterschiedlich betrifft. Im Vorfeld der Konferenz habe ich auch lange mit Lars gesprochen, der gesagt hat, hey, für mich ist die Gig-Economy eigentlich gerade super, weil ich verschiedene Sachen mache. Also für die einen schaffen diese Plattformen eine Freiheit, weil sie sich, und für die anderen schaffen sie eine neue Abhängigkeit. Wie organisiert ihr das bei euch? In der Agentur auch? Also was ist für euch da gute Arbeit? Vielleicht so einen Schritt zurück und ich beantworte die Frage auch versprochen. Ich glaube, wir müssen halt tatsächlich anerkennen, dass ein Betriebssystem einer Gesellschaft, das gemacht wurde für eine 40-jährige Bandarbeiterkarriere, und das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Primat der Regulierung, in der Zukunft, das ist eine sehr lapidare Aussage, ich gebe das zu, in der Zukunft, in der wir diversere Beschäftigungsmodelle, diversere Arbeitsformen sehen werden, so nicht mehr ausreicht. Und das ist ja, ich sage ja gar nicht mehr als, wir nehmen das so hin, dass wir das alle verstanden haben. Wir stoßen aber keinen Einigungsprozess mit Politik und Gesellschaft an, die das irgendwie auflöst. Sondern wir haben gerade. Das machen? Ich glaube, es muss klar ins Politische. Also so am Ende, du weißt, dass ich eine Kolumne dazu geschrieben habe, am Ende wäre die Bundestagswahl und der Wahlkampf dazu eine gute Idee gewesen, sich in digitalen Programmen und im Zukunftsmodell zu vergleichen. Es hat genau eine Partei irgendwie digital gesagt und das in so einer intellektuell verkürzten Klientelart und Weise, wo man, am Ende ist eben Wahlkampf auch ein Vergleichen von Zukunftsmodellen, und wenn in Wahlkämpfen nicht über Zukunftsmodelle diskutiert wird, dann ist das ein verdammtes Problem, weil ich eben nicht darauf vertrauen wollen würde, dass dann irgendwie so, wenn dann mal eine Regierung da ist, die in ihrer Schlauheit dann schon irgendwie was finden, weil sonst kriegen wir Akzeptanzlücken. Und das ist halt, wir sind eine Angstgesellschaft heute, die irgendwie Datenkrake Google eine gute Aussage findet und die klatscht, wenn jemand
aus irgendwelchen Gründen sagt, dass die Taxi-Innung doch viel besser ist als MyTaxi, wenn man das irgendwie so gut findet. Ich glaube, wir müssen breiter gesellschaftlich diskutieren, um diese Akzeptanz herzustellen, weil sonst ist man immer in so Veränderungsprozessen, da sind wir ganz oft drin, in denen man mit dem Top-Management sich schon trefflich einigen kann, wie man irgendwie Wertschöpfungsveränderungen macht. Wenn das Ganze aber die Gesamtmannschaft trifft, und wir reden ja mit Konzernen, die irgendwie 100.000 Leute haben, dann gibt es da eben Widerstände, weil wir eben diesen gesellschaftlichen Vertrag nie geschlossen haben, wie wir damit umgehen wollen und wie wir die Verheißungen von Digitalisierung erreichen wollen. Und das ist ein Problem. Aber liegt es nicht auch einfach daran, weil der noch bestehende Vertrag jetzt radikal und schnell aufgekündigt wird? Ja, und Demokratie ist halt nicht die unglaublich agilste Art und Weise, sowas zu lösen, ist aber eine sehr vernünftige Art und Weise. Das heißt aber auch, dass ich Ideen dazu in den demokratischen Prozess werfen muss und sie zur Wahl stellen muss. Und das ist die verdammte Aufgabe von Parteien, die sie gerade irgendwie nicht wahrnehmen. So, das ist mein Eindruck. Und dadurch kommen wir nicht voran, weil wir keinen demokratischen Prozess darüber haben, was wir eigentlich haben wollen. Es gibt ja viele Beharrungsmomente und Beharren auf dem Alten wird Gewerkschaften ja auch. Ich habe übrigens deine Frage nicht beantwortet. Ich komme nachher nochmal drauf. Wird Gewerkschaften ja auch oft vorgeworfen. In welcher Rolle seht ihr euch da? Also so das Alte bewahren, aber sich auf das Neue einstellen. Wie wollt ihr das angehen? Ich würde die Gewerkschaften in der Rolle eines Gestaltungspromotors in diesem Kontext verorten. Ich glaube, dass man sich der Tatsache stellen muss, dass es problematisch ist, wenn man im Digitalisierungstempo signifikant zurückbleibt hinter anderen. Es ist aber auch nicht ganz unproblematisch, im Digitalisierungstempo anderen vorauszueilen. Und das hat was zu tun mit den Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen durch die Digitalisierung, die im Prinzip unterschiedliche, Alternativen war die Rede, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Und ich finde ein Bild, das der französische Historiker Fernand Braudel mal gebraucht hat, sehr schön. Er hat da mit Blick auf die Entwicklung der Menschheitsgeschichte einmal vom Inventar des Möglichen gesprochen. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Und wir können mal sicher sein, mit der Digitalisierung erweitert sich das Inventar des Möglichen exponentiell. Und ich denke, für Gewerkschaften muss es darum gehen, dazu beizutragen, dass sie aus diesem Inventar des Möglichen nicht nur die bedienen oder überwiegend die bedienen, die mit Souveränitätsgewinn für den arbeitenden Menschen nichts oder nur wenig am Hut haben. Und dann sind wir nochmal bei den Herausforderungen, die da der Gestaltung und gestaltenden Eingriffs auch verlangen. Wenn ich bei Amazon auf einer Betriebsversammlung bin und ein Kollege auf mich zukommt und mir eine Abmahnung, also eine Kündigungsandrohung für den Wiederholungsfall zeigt, die er gerade gekriegt hat, wegen, so wörtlich, zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Und man dann damit konfrontiert, dass die Beschäftigten in den Lägern alle mit Armbändern, mit Scannern untereinander vernetzt sind, das, was sie tun, ihr Arbeitsprozess in Echtzeit abgebildet wird und komplett kontrollierbar und transparent ist für die Vorgesetzten und in diesen Unternehmen Inaktivitätsprotokolle zum etablierten Führungsinstrumentarium der Führungskräfte gehören. Also Inaktivitätsprotokolle, wenn die den Eindruck kriegen, die Leute laufen nicht, sondern stehen oder unterhalten sich womöglich miteinander. Dann wird da in einem zugegebenermaßen für unsere Arbeitsverhältnisse Extrembeispiel deutlich, dass wir es mit der Herausforderung von Transparenz und Kontrolle mit Daten als Herrschaftsinstrument zu tun kriegen. Und das verlangt Gestaltung, wenn wir nicht zulassen wollen, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Ich wäre dafür nicht. Wir haben über Freelancer, über Clickworker geredet, wo der Vorstandsvorsitzende von Crowdflower, einer der großen globalen Plattformen, sagt, naja, früher war es eigentlich nicht vorstellbar, dass man jemanden engagiert für eine Mini-Aufgabe, den 10 Minuten beschäftigt, mit einem kleinen Geldbetrag sozusagen versieht,
und den dann rausschmeißt, wenn man ihn nicht mehr braucht. Mit dem Internet geht das heute. Wir stehen vor der Herausforderung digitaler Prekarität. Ich will gar nicht sagen von Tagelöhnertum, sondern von eher Minutenlöhnertum. Und wir stehen möglicherweise, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen und Studienergebnisse, vor der Herausforderung digitaler Arbeitslosigkeit. Und werden uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir damit umgehen. Und in dem Kontext vor der Herausforderung, die Interaktion von Mensch und Maschine zu gestalten. Wer steuert eigentlich wen? Wir hatten gerade eben, warst du noch nicht hier, der Vortrag vorher hat genau so einen Menschen gezeigt in so einer Lagerhalle und hat gesagt, das ist eigentlich der Roboter aus Fleisch und Blut, der von der Software ins Ohr geflüstert bekommt. Hast du Aussage für digitalen Prekariat? Nee, also ich glaube tatsächlich, dass wir tatsächlich, also dieses Bild von Computer sagen einem, was zu tun ist, oder man kriegt von Computern gesagt, was zu tun ist, hat ja was tatsächlich mit Einfluss und Wertschöpfung zu tun. Das digitale Prekariat droht uns eben dann, wenn wir in so einer Plattformökonomie in allen Bereichen unter eine Plattform geraten, so wie wir es im B2C-Bereich sind, und zwar volkswirtschaftlich. Also man kann wohl ohne jeden Zweifel sagen, dass der Uber-Fahrer in Barcelona unterhalb der Bestimmung eines Computers arbeitet. Wenn wir aber davon ausgehen, dass höherwertige Berufe wie eben ein Onkologe zukünftig eher nicht mehr die Diagnose über einen Tumor machen wird und wir davon ausgehen, dass die Plattform von Palantir aus den USA gebaut wurde oder von IBM oder was auch immer, dann ist es einfach ein Wertschöpfungsverlust, der uns die Kontrolle darüber verlieren lässt, wie wir das gestalten wollen. Und ich glaube, dass wir Wettbewerbsfähigkeit als Imperativ haben, und zwar eine europäische, einfach um kontrolliert zu sein, also um diese Zieljobs, die ja auf der anderen Seite entstehen werden, überhaupt hier entstehen zu lassen. Weil wir haben ein ganz einfaches Problem. Volkswirtschaft ist verdammt immobil und Betriebswirtschaft sehr, sehr mobil. Und es ist eben tatsächlich so, Amazon exportiert mit Code Wertevorstellungen. Facebook exportiert mit Code Wertevorstellungen. Es versteht kein Facebook-Programmierer das Problem unseres Justizministers, weil deren Wertevorstellung eben eine andere ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Alibaba hier einflussreicher wird, Alipay hier reinkommt, gerade gestartet. Genau. Dann werden wir uns die Frage stellen müssen, welche Wertevorstellung exportiert eigentlich der Code eines chinesischen Unternehmens und was wird das im Echten dann machen, für die zu arbeiten? Und das ist tatsächlich einfach nicht die Welt, in der ich leben will. Und es entzieht unserer Welt auch noch, also unserer europäischen Zone, auch noch einfach Geld in ganz enormem Maße. Also insofern haben wir tatsächlich einen Imperativ, selber da tätig zu werden, um uns zu schützen. Es gibt so ein, wir hatten drüber gesprochen, der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven ist da ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Den würde man hier kommunistisch finden, glaube ich. Also ist wahrscheinlich auch Kommunist. Aus amerikanischer Perspektive ist er Trotzkist. Und die Schweden sagen, und das finde ich extrem modern, dass sie inklusives Wachstum haben wollen. Also die sagen, wir tun alles. Den Begriff musst du einmal erklären. Das ist genau. Sowas wie Wohlstand für alle. Ja, es ist sowas wie Wohlstand für alle, aber schlauer. Es ist eben nicht ein, und wir werden dann Stilllegeprämien für Menschen zahlen in Form von bedingungslosem Grundeinkommen, damit wir keine Zuspitzung der gesellschaftlichen Situation bekommen, weil manche einfach an der Wertschöpfung nicht mehr teilnehmen und nicht gebraucht werden, sondern es ist die Logik zu sagen, wir wollen unbedingt Wachstum unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, weil wir damit Inklusion betreiben können, also die nicht daran teilnehmen, weiterbilden können und denen die Chance offerieren können, aus dieser zusätzlichen Rendite tatsächlich Teil von Wertschöpfung zu sein. Es ist wieder amerikanische Perspektive tief sozialistisch, aber es ist tatsächlich das, was zu einem Zusammenhalt von Gesellschaft nach europäischer, demokratischer Perspektive führt. Und ich finde das schlau. Ich finde das sehr, sehr schlau gedacht, zu sagen, deswegen brauchen wir Wachstum. Weil eins ist ja mal sicher, egal welcher Studie wir glauben, egal ob wir netto Jobs verlieren, Jobs gewinnen oder was auch immer, es gibt einen zeitlichen Vektor in der Mitte, der den Lagerarbeiter nicht morgen zum Data Scientist macht. Und die werden wir irgendwie schließen müssen. Was wären denn jeweils von euch beiden die drei konkreten Maßnahmen, die man unbedingt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren Legislaturperiode jetzt hier anstoßen müsste? Drei Stück, so drei konkrete Sachen. Beginnen wir mal mit Blick aufs gesellschaftliche Betriebssystem bei Qualifizierung. Und ich knüpfe mal an einen Aspekt an, der jetzt zuletzt eine Rolle gespielt hat. Was passiert eigentlich auf der Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktseite? Egal welche, mal unabhängig davon, ob die Studien tief pessimistisch sind oder eher optimistischer, eine sehr optimistische Studie
hat unlängst das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung vorgelegt, der Bundesagentur für Arbeit. Die sagen, bis 2025 gehen etwa 60.000 Arbeitsplätze in der Bundesrepublik verloren per Saldo. Per Saldo, weil bis dahin 1,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden, insbesondere in den Bereichen Logistik, Handel und öffentlicher Verwaltung. Und gleichzeitig annähernd 1,5 Millionen Arbeitsplätze in anderen Bereichen neu entstehen, in den Bereichen Erziehung, Pflege und Medien. Lass mal jetzt mal sagen, die Plausibilität dieser Prognose ein Stück weit außer Acht. Aber klar ist, ich bin auch bei der öffentlichen Verwaltung noch nicht so überzeugt, aber unterstellen wir das mal. Das ist ja eine, 8 Jahre sind eine verdammt kurze Zeit. Wenn es sozusagen zu einer Umschichtung von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen innerhalb von 8 Jahren kommt, also zu einem beschleunigten Strukturwandel und es genauso ist, wie Christopher sagt, der Skillset, also das Qualifikationsprofil, das auf den Arbeitsplätzen da ist, die wegfallen, aber mit den Qualifikationsprofil mit dem Skillset, der auf den Arbeitsplätzen, die angeblich diesen Modellen zufolge neu entstehen sollen, nichts zu tun hat. Was heißt das dann eigentlich für die Bewältigbarkeit dieses Strukturwandels in unserer Gesellschaft? Das heißt, weil wir laufen ja möglicherweise auf eine Situation zu, wo wir gleichzeitig Fachkräftemangel und Massenarbeitslosigkeit kriegen. Das finde ich ist nicht trivial. Das ist eine echte Herausforderung. Was macht man? Naja, wir müssen gucken, wie das im Bildungsbereich aussieht. Da wird ja alle Nase lang von lebenslangem Lernen geredet. Und dann gucken wir uns die Bedingungen an, unter denen lebenslanges Lernen heute passiert. Und da haben wir eine hochgradige Privatisierung im Grunde der Verantwortlichkeit. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, dass die Unternehmen in die Verantwortung gehen, das nicht nur auf den Arbeitskräften abladen. Der Staat über zum Beispiel geförderte Bildungsteilzeit, du kommst aus Österreich heute, da haben sie eine geförderte Bildungsteilzeit, so wie es früher eine geförderte Altersteilzeit gegeben hat. Also es gibt staatliche Zuschüsse, möglicherweise zu tariflichen Leistungen, die eine Reduzierung der Arbeitszeit und damit Lohnverlust ein Stück weit ausgleichen, wenn die Reduzierung der Arbeitszeit zu Bildungszwecken erfolgt. Wir tarifieren solche Modelle, wir würden sie gerne ergänzt bekommen, um entsprechende staatliche Förderleistungen. Ich hatte letztens eine Begegnung mit dem Chef von der Vorstandsvorsitzenden der Allianz. Der fragt mich, Herr Bzoske, wie sehen Sie das denn eigentlich mit den Wirkungen der Digitalisierung? Wir im Vorstand der Allianz gehen davon aus, dass 1/3 der Arbeitsplätze in Unternehmen wegfallen. In unserem Unternehmen wegfallen. Was machen wir denn mit dem Drittel? Und was für eine Perspektive kann für die eröffnet werden? Da sind wir im Grunde beim Bildungsthema. Und ich meine, es gibt jetzt weitere Stichworte, aber da würde ich jetzt mal an Christoph übergeben. Ja, ich glaube, dass es auch sehr schnell gehen muss. Ich meine, 8 Jahre sieht wie eine kurze Zeit oder absolut lange Zeit aus, aber wenn man 8 Jahre zurückguckt, absolut, da arbeiten ja so viele Leute bei Facebook wie damals bestimmt nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, können wir denn überhaupt noch schnell genug sein in dem Bildungsthema? Also wenn wir jetzt anfangen, kleine Computer in Schulen zu verteilen und alle programmieren lernen, dann sind die ja vielleicht in 10 Jahren erst fertig mit der Schule und dann da. Und wir haben ja das Problem, dass wir tatsächlich das Personal, das bildet, auch noch ausbilden müssen, weil ja auch die Lehrerausbildung noch nicht an dem Punkt ist. Also wir haben ein Doppelproblem, dass wir nämlich die Lehrkräfte dafür auch nicht haben. Also es kann keine andere Lesart geben, als morgen Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich weg. Weg mit dieser ganzen Quatsch von Länder machen Bildungspolitik und dann tatsächlich massives Investment in andere Schule, andere Lehrpläne. Ich glaube tatsächlich, dass das, was hier in Berlin gerade passiert mit dem Einstein-Center, keine schlechte Idee ist, wirklich zu sagen, universitäre, ergänzende Bildung, Entrepreneurship-Center haben in Schweden sehr geholfen, sowas ist relativ spannend. Und dann musst du in die Logik kommen zu sagen, genau das, wie förderst du betriebliche Ausbildung? Weil was wir nicht haben, was in den USA gut funktioniert, ist ja Udacity von Sebastian Truhn, Mikrodegrees, in denen ich
dann irgendwie autonomes Fahren. Eine Online-Bildungsplattform, ich weiß nicht, ob sie jeder kennt, da kann man kleine Abschlüsse machen. Genau, die zahlt man aber selber. Das funktioniert in Deutschland nicht besonders gut, weil wir nicht gewohnt sind, unsere eigene Bildung zu bezahlen. Da ist die große Frage, wie sehen Besteuerungen von sowas aus, ist sowas Werbekosten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann muss man eine Sache verstehen, die super bizarr ist. Deutschland sitzt auf 500 zusätzlichen Milliarden Steuereinnahmen, die wir jetzt mal so haben, die man mal anfangen müsste, in Infrastruktur zu investieren, die man anfangen müsste, in Förderung von Schlüsseltechnologien zu investieren. Und man müsste tatsächlich sich multilateral mal mit Frankreich und ein paar anderen großen europäischen Ländern darauf einigen, dass wir tatsächlich einen digitalen Binnenmarkt kriegen, der Wachstum in einem Gesamteuropa ermöglicht. Dann sind wir bei drei Sachen, die wir jetzt irgendwie zusammengetragen haben. Und das ist aber alles so morgen. Weil sonst kommt Alibaba. Die sind ja schon da, Ich verkürze das stark. Wer hat denn noch eine... Ich würde jetzt für die letzten 5 bis 6 Minuten noch mal fragen, ob jemand aus dem Publikum gerne mitdiskutieren möchte oder eine Frage hat. Hier ist eine zum Beispiel. Mikrofone müsst ihr bitte verteilen. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, kannst du ganz kurz sagen, wer du bist, bevor du die Frage stellst, dann wissen alle Bescheid. Hi, ich bin Ahmed, ich bin Director of People and Organization für einen kleinen Konzern hier in Berlin. Und ich habe davor 2 Jahre so viel mit der Singularity University zu tun gehabt. Und ich glaube, die Maßnahmen, die man so machen müsste, sind eigentlich relativ klar. Ja, Bildung ist so ein Punkt. Die Frage ist, wie kriegen wir die Geschwindigkeit auf die Straße? Weil, also 8 Jahre war so ein Stichpunkt. Google hat vor ein paar Wochen einen Entwickler eingestellt, der ist 13, der hat mit 5 Jahren angefangen zu programmieren, für ungefähr $1 Million im Jahr. Ja, also 8 Jahre sind dann auch schnell mal rum. Und ich sehe aber, dass wir immer noch diese Diskussionen haben und jeder Tag, jeder Monat, der verstreicht, schmeißt uns ein paar Jahre nach hinten. Ja, also wie kriegen wir die Geschwindigkeit auf die Straße? Ich glaube, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Und das ist das, was ich vorhin nicht deutlich genug gesagt habe. Wir, die Wähler, sind diejenigen, die Politiker, die da gerade sind, über Digitalisierung nicht reden lassen. Also so, eigentlich muss ein Aufstand von unten kommen, zu sagen, man kann nicht über dieses Thema weiterreden. Dazu kommt es nur gerade nicht, weil wir alle irgendwie... Man kann nicht über dieses Thema reden. Ja, also so, ich glaube, das ist der einzige Weg. Also so alle anderen Diskussionen führen automatisch dazu, dass du das kriegst, was du in den USA gerade hast. So epistokratische Diskussionen, die in die Richtung Herrschaft der Wissenden gehen. Autokratische Durchsetzungsthemen. Das ist so ein, unsere Demokratie ist ein nicht besonders schnelles System, also muss in diesem demokratischen Prozess das diskutiert werden, weil sonst hast du keine Legitimation für sowas und das muss morgen passieren. Wenn ich da ergänzen darf. Ja? Eine Form zu beschleunigen, versuchen wir ja gerade hier, indem wir uns zusammengetan haben, weil sich nämlich herausgestellt hat, dass wir in einer ganzen Reihe von Fragen in gemeinsame Blickrichtung kamen. Und gemeinsam mehr meinen erreichen zu können, als jeder für sich alleine. Und Kompetenz mit Massenorganisationen im Grunde zusammengebracht wird, mal ganz platt formuliert, ja. Und das gewissermaßen als Beschleunigungsfaktor auch ins Feld geführt werden soll. Das ist gewissermaßen die Philosophie hinter unserer Kooperation. Gibt das eine Gewähr, das nötige Tempo hinzukriegen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein Anfang und ich würde mir wünschen, dass sozusagen sich in diese Allianz, wenn man so will, der Beschleuniger noch viel mehr einordnen. Und da muss man natürlich sehen, wir haben ja Herausforderungen nicht nur bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen und förderlicher Rahmenbedingungen beim gesellschaftlichen Betriebssystem. Wir haben natürlich auch Herausforderungen auf der betrieblichen Ebene, wir haben sie auf der tarifpolitischen Ebene. Wir sind in Berlin. Die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, diskutieren eine Strategie der Digitalisierung, wo sie sagen, wir wollen die Plattform für Verkehrsdienstleistungen sein in dieser Stadt. Das finde ich gut. Ist mir 10-mal lieber, es ist die BVG als ein öffentlich gesteuertes Unternehmen statt Google. Was wird an Verkehrsdienstleistungen, an Informationen, an Ticketing unterschiedlichster Verkehrs- und Mobilitätsanbieter auf dieser Plattform integriert und wer hat sie? Wer macht sie? Und gelingt es, diese strategische Ausrichtung umzusetzen, nicht nur in Berlin, sondern auch an ganz vielen anderen Orten und Kommunen, wir sind bei kommunalen Nahverkehrsunternehmen,
sind Sie die Plattform für Verkehrsdienstleistungen unterschiedlichster Anbieter aller Art und gelingt es, diese verschiedenen Plattformen dann zu einem Verbundnetz zu vernetzen. Das ist sozusagen, was die strategische Ausrichtung, wer stellt eigentlich die Plattform angeht, eine ganz konkrete Frage, die wir mit begleiten. Und das kann man jetzt für unterschiedliche Unternehmen und Branchen sozusagen durchdeklinieren, aber auch da geht es um Beschleunigung, es geht um eine Selbstverständigung über die eigene Rolle und Funktion und über die Frage, wer soll in dieser Gesellschaft was machen? Und da finde ich es gut, dass da sozusagen so ein Nukleus da ist, ja, und würde mir wünschen, dass von der Sorte noch ganz viele weitere Nukleo gibt. Noch eine Frage. Doch, da ist noch eine. Muss man ein bisschen warten, bis sich alle trauen, die Hand zu heben. Was haltet ihr von der Robotersteuer? Das ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder angesprochen wird. Das klingt erstmal sehr greifbar. Man sagt, okay, da entsteht Wertschöpfung, muss man doch irgendwie auch abgreifen. Ich versuche mal, du kannst ja dann. Was sind Steuern? Abgeleitetes Einkommen. Was ist eine Robotersteuer? Abgeleitetes Einkommen auf das Einkommen des Maschinenbesitzers. Wir sind deswegen mit der Robotersteuer erstmal noch gar nicht weiter. Wir müssen im Prinzip uns darüber Gedanken machen, wie wir das Einkommen, wenn man so will, der Besitzer von Produktionsmitteln besteuern wollen. Da sind wir derzeit eine Steueroase bei der Besteuerung großer Vermögen und reicher Erben. Können wir uns das leisten? Nö. Ist das gerecht? Schon gar nicht. Da muss man weiterdenken, da müssen wir ran. Weil es natürlich auch um die Frage gehen wird, gelingt es, einen Teil der Digitalisierungsrendite abzuschöpfen, und inklusive, wenn man so will, inklusive Digitalisierung, gesellschaftlichen Zwecken nutzbar zu machen. Im Bildungsbereich, im Bereich beispielsweise der Förderung und Attraktivierung von Branchen, die weniger roboterisierungs- und automatisierungsanfällig sind, wie, was weiß ich, die Versicherungswirtschaft. Also, was passiert eigentlich im Pflege-, im Erziehungsbereich? Wie attraktiv ist die Arbeit in Kitas? Wie attraktiv ist die Arbeit in der Kranken- und Altenpflege? Da werden ja im Grunde auch Finanzmittel gebraucht. Wo kommen sie her? Und Abschöpfung eines Teils, ich will ja gar nicht von der gesamten Digitalisierungsrendite reden, eines Teils der Digitalisierungsrendite ist eine Aufgabe. Und das heißt dann auch, und das ist eine ganz aktuelle Geschichte, ich habe es ja gerade auch öffentlich gefordert, zum Beispiel Quellenbesteuerung bei ausländischen Steuerpflichtigen. IKEA oder Amazon führen über Lizenzgebühren große Teile des Profits an der deutschen Steuer vorbei nach Luxemburg, wo sie sozusagen mit Steuersparmodellen und Mini-Besteuerung dann sozusagen transferiert werden in Richtung USA oder Schweden. Können wir uns das leisten? Nein. Gerade mit Blick auf diese Giganten der Digitalisierung wie Google und Amazon, finde ich, ist das eine Herausforderung. Und das ist eine Angelegenheit, die kann national entschieden werden. Eine Quellenbesteuerung zum Beispiel auf Lizenzgebühren auf sozusagen Profit, der hier generiert wird, aber an der deutschen Steuer über Lizenzgebühren vorbeigeführt wird, hören wir damit auf. Fangen wir an, das zu besteuern, um zu beschleunigen, das, was hier an gesellschaftlicher Öffnung in Richtung einer inklusiven Digitalisierung möglich und notwendig ist. Christoph hat noch ein Add-on. Es gibt auch dazu übrigens noch ein europäisches Argument und das ist auch relativ einfach. Ein digitaler Binnenmarkt muss natürlich aufhören, sich im Steuerwettbewerb der Einzelnationen zu befinden. Also so, das große Problem ist halt tatsächlich, dass wir immer noch Situationen wie Irland, Portugal, Niederlande und so haben,
die aus ansiedlungstaktischen Gründen kompetitive Steuersysteme anbieten, die es möglich machen, dass ich darüber meinen Gewinn rauskriege. Die ganze Diskussion umsatzbasierte Besteuerung von Amazon, von Uber und wem auch immer, ziemlich sinnvoll, aber ist eben tatsächlich wieder eine, wo es eine Aktion auch der Europäischen Union und einen digitalen Binnenmarkt geben muss, weil sonst ist die Konkurrenz immer eine Steuerkonkurrenz und das heißt im Zweifel, über Irland kriege ich allen Profit hier relativ gut wieder raus. Herzlichen Dank, Frank Sirske, herzlichen Dank Christoph Bornschein für diesen Einblick. Großer Applaus zum Schluss.